Unter dem Titel Das Heimspiel 2017 lieferte Österreichs Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier am Freitag, dem 25. und am Samstag, dem 26. August im WM-Park Planei gleich zweimal eine Show der Superlative und verzauberte mehr als 60.000 Fans mit seiner sensationellen Performance. Hoch hinaus ging es bereits einen Tag vor den großen Heimspielkonzerten von Andreas Gabalier. Beim großen Gipfeltreffen am 24. August hatten Fans die Möglichkeit, den Musiker hautnah am Berg zu erleben, welcher zu seiner Überraschung eine eigene Andreas Gabalier-Gondel enthüllen durfte. Super. Das ist schon ein besonderes Highlight und eine total nette Geste auch von der Gemeinde, von den Bergbahnen, dass man da so eine coole Gondel kriegt, weil im Winter natürlich auch wieder Skifahren kommen müssen. Das war meine erste Freundin. Man ist sprachlos. Es ist so ein gelungener Wochenendsauftakt. So viele tausend Leute auch heute heraufgewandert da schon. Bin überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Begeistert und sehr erfreut, wenn man in all diese strahlenden Gesichter hineinschaut. Er ist ehrlich, er ist bodenständig, er weiß um seine Heimat, seine Verbundenheit zur Heimat und die Tradition. Und wir bieten den Rahmen, den perfekten Rahmen, den er sich wünscht. Wir sind gastfreundlich, wir sind sehr offen zu den Gästen. Und das ist eine Synergie, die wirklich hier zu dem großen Erfolg geführt hat, dass dieses Heimspiel unglaublich erfolgreich war im letzten Jahr und auch jetzt am Wochenende sein wird. Labing-Dachstein ist im Ausnahmezustand und der Grund dafür ist der Herr Andreas Gabalier und er hat uns letztes Jahr viel Freude bereitet und heuer macht er eben zwei Durchgänge, wie es sich für Schlabing gehört, nämlich ein Night Race hat er auch zwei und das Gipfeltreffen als Sahnehäubchen drauf, ich glaube, wir können alle sehr glücklich sein. Es ist einfach wunderschön zu spüren, das Gefühl, wenn man hier als Fremder und als Veranstalter herkommt, dieses Gefühl zu spüren, dass man willkommen ist einerseits und andererseits, dass alle das Gleiche wollen, nämlich gemeinsam und miteinander das Heimspiel von Andreas Gabalier feiern. Und dafür sind wir dankbar, stolz. Und das tragen wir natürlich in unserem Herzen. Naja, das Gipfeltreffen war wirklich ein großes Fest für die Planei, für Andreas Gabalier, für seine Fans und ich glaube für das ganze Ennstal. Man hat die Begeisterung hier oben gesehen, was hier alles abläuft, wie toll die Stimmung ist, auch jetzt hier auf den Hütten auf der Planei. Ich glaube, das ist schon gut, dass wir mit den Gabalier-Konzerten auch ein tolles Bild der Region hinaus transportieren. Haben wir nicht gewusst, was auf uns zukommt, aber einfach die Euphorie und die Begeisterung von den Besuchern oben war eigentlich beeindruckend und natürlich für die Zukunft sehr erfreulich. Absoluter Ausnahmezustand herrschte dann an den Konzerttagen. Vor tausenden Fans aus dem In- und Ausland gab der Steirer in Schladming seine Heimspielkonzerte in zwei Durchgängen und versetzte die Urlaubsregion Schladming-Dachstein an diesem Wochenende in einen Ausnahmezustand. Jetzt einmal, er hat einen Bizeps mittlerweile, sage ich jetzt einmal. Er hat eine Föhnlocke, er hat eine Sonnenbrille, er schaut fast so gut aus wie ich. Der Alpen-Rock'n'Roller sozusagen, nicht Volksmusik und Rock'n'Roll in einem. Sein Charme. Alles. Und seine Wahrung. Sein Körper. Sein Knackohr. Ja. Er kann irgendwie so gut singen. Hula Baloo. Meins ist Zuckerpuppen. Ich finde den toll und der soll immer so weitermachen. Ja, aber seine, der berührt einfach das Herz. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. Ich singe ein Lied für dich und kann die Sterne singen. Ich hab mich verliebt in dich. Einmal sehen wir uns wieder. Es ist halt einfach, es geht halt ans Herz. Bin die Oberstärkung an, dann schäbert er.
Jeweils 2,5 Stunden brachte Andreas Gabalier den WM-Park Planai zum Beben. Mit rockigen Klängen, aber auch mit sanften Tönen. Konzertabende, die man sicherlich nie vergisst. Power, cool.